Sport, das seid ihr ja schon. Ich bin schon mit der drin statt nur dabei. Es geht an die Body Kids von uns und ich würde sagen, wir warten nicht lang, wir legen direkt los. Auf geht's! Nummer 1 fertig, machen wir gleich an der Heckscheibenblende weiter. Let's go! Voilà. Nummer 2 ist auch schon vorbei. Ganz kurzer Tipp noch, wichtig, achtet hier auf die Linienführung von der Scheibe. Das ist euer Anhaltspunkt und wie ihr sehen könnt, auch hier am Handumdreher erledigt. So, die Klebepartie ist vorbei, jetzt geht es weiter mit der Front. Die wird wie immer gebohrt und genietet. Bis gleich. Just like this.
So, wie ihr sehen könnt, im Handumdrehen auch schon wieder die Frontspoilerlippe montiert. Ich muss nicht viel erzählen, ist ja klassische Routinearbeit, die ihr schon mehrfach bei mir gesehen habt. Aber ich will sehen, wie das Ganze jetzt auf dem Auto wirkt. Deswegen ab nach unten und dann schauen wir es uns im Porträt gleich nochmal an. Sehr schön das Ganze. Gefällt mir wieder sehr gut. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir hier vorne noch was anbringen können. Da könnte noch so eine Kleinigkeit dazukommen. Muss ich mal mit der Kollegen besprechen. Aber alles in allem, super Passform, super Farbton. Ja, kann man lassen. Auf jeden Fall. Dann geht's weiter noch mal kurz nach hinten. Da haben wir jetzt unseren klassischen Heckflügel und die Heckscheibenblende. Heckscheibenblende diesmal auch in Waagefarbe gemacht, um die Dachkontur etwas optisch zu verlängern. Wenn man jetzt einfach bloß auch wieder ganz schwarz genommen hätte, ja, wäre ein bisschen untergegangen. So finde ich, ist das eine sehr, sehr gute Lösung. Und ja, kurz und knapp das Video. Im nächsten Teil geht es dann weiter. Dann haben wir da noch mal ein paar Neuheiten mit dabei. Und ja, fürs Erste war es das. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt am Ball, denn wir sind noch lange nicht fertig. Macht's gut, ciao!